Hallöchen zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Die Siedler 5, das Erbe der Könige. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, das tun sie, die Arbeiter bezahlen unsere Steuern. Und wir wollen heute versuchen, die kleine Burg hier oben zu attackieren. Das wird nicht ganz so einfach. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Okay, das ist schön. Ich hatte ja schon Angst, dass wir irgendwie in den Winter kommen. Aber bislang toi 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 noch nicht. Das heißt, wir können jetzt hier auch frohen Mutes hier vorne einfach Lehrt mal sie das Fürchten? reinprügeln und einfach alle Leute plattwalzen. Da müssen wir auch keine großen Das Gebäude taktischen ist für sie Spirenzchen machen, ausgelegt. sondern einfach volle Kanone draufhalten. Seid Ne? nun Beziehungsweise besser. lassen wir doch lieber den Pilgrim Auf in vorweglaufen. den Kampf. Damit wir da einen Tank haben. Pilgrim the Tank. Ne? Auf sie! So, haben wir schon mal Eure gut Helden voll werden kommen. vorgesorgt. Schon mal die ersten Leute hier ausgeschaltet. Zack, sind die gleich weg. Und dann haben wir schon mal auch hier vor allem unsere guten Schützen. Ja, sehr schön. So, Jawohl, dann laufen wir gleich weiter zur Burg Angriff durch. lehrt sie das Fürchten. Ach, guck mal, da Wir sind auch wieder wünschen auf direkt in den neue Kampf. gespawnt. Oh, da wird Jawohl, natürlich sehr böse. jetzt könnt ihr Okay. zeigen, was ihr gelernt habt. Wo habe ich sie nur schon wieder hingestellt? Wo habe ich sie nur Habt ihr schon wieder mal meine Sprengkraft hingesteckt? gesehen? Ja. Oh, stand da nicht gerade noch ein Laboratorium? So, Für ihr Ruhm geht und erstmal Ehre. hier mit drauf. Euer Dorf steht unter Beschuss. Oh, wo kommt Ergreift ihr denn sie. her hier? Na, das ist aber nicht so nice. Das ist aber nicht so nice, dass die hier plötzlich Ergreift kommen. sie. Oh, da sind auch schon wieder neue gespawnt. Für Ruhm und Ehre. Ja, erstmal die hier platt machen. Und ihr geht auf die Burg schön drauf. Alter, ey, die Nur Mut. prügeln eiskalt Wir auf werden unsere siegen. Schützen, auf unsere Speerträger. Das finde ich auch nicht so Es cool. ist Zeit. Lass mal unsere Speerträger in Ruhe hier, ihr Säcke. Pilgrim ist am Ende seiner Na, super. Kräfte und sank zu Pilgrim Boden. ist gestorben, das ist uncool. Auf in den Kampf! Ihr seid auf So, Feinde gestoßen. Alter, und gleich Sie wieder greifen neue an. gespawnt hier. Gleich wieder Macht neue sie nieder! gespawnt. Boah, da haben wir aber Spaß hier. Bis wir das hier geschafft haben, das kann ja noch ein Weilchen dauern. Ja, genau, gleich wieder neue Angriff! Trupps gespawnt. Wir dürfen den Hauptmann nicht töten. Bin ich Wir kümmern mir uns ziemlich darum. sicher, dass Darum. das so ein Problem sein könnte. Lehrt sie das Fürchten! Nee, ja, jetzt haben wir den Hauptmann Macht wieder sie getötet. nieder! Halt! Für Ruhm Oh, und Ehre! verdammt, ich habe den Macht sie falschen Trupp. nieder! Trupp 3 sollte hier Jetzt aufpassen. könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, ihr geht da drauf. Boah, Angriff! also das sind viele, ey. Das sind ja echt viele. Angriff! Angriff! So, sehr schön. Die hier auch vernichten. Und dann, kommt, laufen wir doch mal ein Euer Stückchen Wuchs weg hier. ist Wir Ehre laufen einfach mal wert. ein Stückchen weg. Locken wir die hier mal weg von der Burg. Dann sollen die Dafür hier sind machen. wir Nö, genau du nicht. richtig. Du gehst Wir ganz weit kümmern uns weg, bitte. darum. Und unser Trupp Ehre 3. fehlt. Da Ergreift können wir sie! nochmal drauf schießen. Ergreift sie! Oh, verdammt, jetzt habe ich den Hauptmann getötet. Ja! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt Ich habt. wollte nicht den Hauptmann töten. Seid unbesorgt. Wird gemacht. Ja, genau, Euer das habe ich mir Wunsch nämlich ist mir gedacht. Befehl. Das war jetzt genau das Angriff! Problem. Ich habe den Hauptmann getötet und prompt spawnt wieder ein neuer Hauptmann. Das ist natürlich echt ungeil gelaufen hier. Auf in den Kampf! Okay. So, die hier müssen wir erstmal Für Ruhm töten. und Ehre! Alter, das wird auch eine schöne Geschichte hier noch. Da können wir aber richtig holzen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Richtig kloppen. So, wie sieht es mit denen hier aus? Es ist Zeit. Haben wir schon einen Trupp verloren? Nee, haben wir noch nicht. Gut. Bis in den Tod. So, kommt, wisst ihr was? Es ist uns doch Auf in jetzt den egal. Kampf. Wir ballern einfach volle Kanone auf die Burg mit drauf. Verteidigt euch. Ja, Ihr dann müssen werdet wir da noch angegriffen. die schnell nochmal versenken. Auf in den Kampf. So. Ergreift sie. Okay, weiter schön auf die Burg. Immer fleißig die Burg vernichten. Meine Güte, ey. Ätzende Geschichte. Richtig ätzend jetzt gerade. Achso, hier, Nur Mut. prügeln wir da Wir nochmal ein bisschen werden mit siegen. drauf. Hier, das der. Nein, die haben unseren Hauptmann gekillt. Attacke. Ach, Kacke. Der hatte schon ein paar Sternchen. So, und die sind noch gerade so dabei. Okay.
Achso, ich kann ja mal hier die Tiere einfach mal nachrüsten. Hier, kommt, ihr lauft mal schnell hier hin. Und Trupp 3. Dich muss ich jetzt retten, weil du bist gleich tot. Komm mal hierher, Kollege. Achso, hier den. So, der geht auch schon mal hier hin. Okay. So, viele sind es leider nicht mehr. Oh, der muss auch weg. Weg. Okay. Und wie sieht es mit denen hier aus? Oh, scheiße, der ist jetzt auch tot. Ach, kacke, noch ein Hauptmann gestorben. Oh, auch noch der mit 3 Sternen, oder wie, ne? Scheiße. Ja. Den muss ich jetzt auch hier retten, irgendwie. Oh, ey, das gibt's ja wohl nicht. Wie soll ich mich konzentrieren? So, dann geht ihr wieder hier hin. Ah, wir haben die Burg auch bald. Oh, geil, die laufen erstmal mit hinterher. Sehr cool, das ist natürlich sehr stylisch. So macht man den hier, die hier kaputt, damit da nur noch der Hauptmann da ist. Okay, und dann retten wir uns auch. Sehr schön. So, dann kommen jetzt die Speerträger hier. Der eine Trupp ist schon wieder fertig. Ja gut, den müssen wir jetzt auch retten. Ist ja ein interessanter Kampf hier heute. Na, sehr, sehr lustig. So, mal sehen, ob wir da auch noch mit hinterherkommen. Der wird jetzt erstmal verfolgt. Laufen nur noch die Hauptmänner rum. Ist natürlich sehr schön. Solange die Hauptmänner halt da sind, spawnen keine neuen Truppen. Das ist für mich natürlich ein taktischer Vorteil, weil ich da jetzt deutlich weniger Probleme dann mit habe. Die gehen mir zwar trotzdem alle noch auf den Sack hier, die Typen. Lass mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Aber, ja, ist egal. So, wir kriegen es irgendwie so ein bisschen hin. So, da kommt der nächste Bogenschütz. Auch gleich noch. Wird auch, auch gleich noch umgeholzt. Die halten erstmal wieder ein bisschen durch. Und dann kommen die mit hinterher. Das sind die 9. Ah, diese Kackburg hier, ey. Scheiß die Wand an. Ah, überall neue Truppen, ey. So, aber jetzt haben wir hier schön viele Leute. Die sollten das ja irgendwie in den Griff kriegen. Und hier die Burg noch zerlegen können. Gut. Haben wir gleich. So, ihr seid auch da. Sehr schön. Kriegt ihr auch nochmal ein bisschen. Ja, zwei Trupps habe ich verloren, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ach super, die beiden Wachen stehen da vorne rum, okay. Die schaukeln gerade ihre Eier. Gönnen sie hier Leben. So, hier, kümmert euch erstmal um Pilgrim, genau, dass der gleich wieder durch die Gegend hopsen kann. Den brauchen wir nämlich auch noch. So. Sehr gut, Pilgrim ist wieder mit am Start und wir haben gleich die Burg zerlegt. So, und dann sollte da auch niemand mehr raus spawnen, im Normalfall. Ihr werdet angegriffen. Ah, guck mal hier. So. Dann haben wir die Burg zerlegt. Sehr schön. 5 von 6 vernichtet. Sehr gut. Wir werden siegen. Sehr geil. So, die werden jetzt auch hier, zack, nochmal schön vernichtet. Super. Hehehe. Jetzt schalten wir sie alle aus. Jetzt können sie uns mal. Dafür sind ja, genau die Richtigen. Wir haben sie vernichtet. Wir haben sie alle vernichtet. Hey. Stirb mal. Stirb mal. Sag mal. Ja, bitte. Wollte schon sagen. Wird ja mal Zeit, dass der auch mal hier uns stirbt. So, neues Dorfzentrum für uns. Dann haben wir endlich diesen Außenposten hier ausgeschaltet und juhu. Sehr gut sogar erledigt. Dann kann mal unser Kollege Kundschafter hier rüberlaufen, weil hier ist ja auch noch so ein Steinchen. Und gucken, wie das mit den Typen hier aussieht. Beziehungsweise kann auch einfach hier rumlaufen. Das geht auch. Kann sich auch hier hinstellen und gucken, wie es, ob wir von da zu den Typen kommen. So, hier. Ihr Kollegen, lauft mal hier runter. Das ist auch schön. Jetzt bin ich beruhigt. Also dann brauchen wir nochmal 3 neue Trupps, weil uns ja leider 2 gestorben sind. Machen wir halt einen Trupp mehr. Ist auch egal. Da guckt keiner drauf.
Das ist alles nicht so tragisch. So, was mit Ari ist, weiß ich leider noch nicht. Die werden wir wahrscheinlich erst demnächst retten können. Zahlen ihre Steuern. Und ich bin mal gespannt, was hier unten ist, weil wahrscheinlich führt uns der Weg hier hin. Dann müssen wir gar nicht diesen Stein hier bei Leonardo kaputt hauen, sondern einfach nur hier lang laufen. Reicht ja auch. Yay! Drei Flaggen! Juhu! Auf sie! Auf sie! Na gut, Pilgrim. Greif an, was du willst, ist mir doch egal. Also, 3 von 8 Flaggen haben wir schon mal. Sehr schön. Das heißt, fast die Hälfte. Ist doch schon mal ordentlich, ne? Muss man ja sagen. So. Der kriegt dann bald neue Leute. Ihr bleibt da erstmal stehen. Und was macht unsere Forschung? Hier, guck mal, Büchereien. 300 Holz und so, ne? Meine ich. Oder hier, 500 Eisen. Oh, war ja. Ich will mich noch nicht mit Eisen hier vertun. Also, wir kriegen ja irgendwann Schwefel. Und dann will ich erstmal den geilen Schwefel dafür nutzen, Alchemie zu erforschen. Damit wir uns dann eine Schmiedehütte irgendwann bauen können. Was sehr geil wäre. So, bislang ist hier noch niemand. Noch alles entspannt. Sicheres Territorium, keine Gegner. Alles gemütlich. So, dann könnt ihr da gerne noch mit auf den Bauernhof drauf gehen. Und das Dorfzentrum ist bald gebaut. Juhu! Gefällt mir. So, ihr macht die Hütte noch schnell kaputt. Ja. Nice. Dann haben wir gleich hier alles erledigt. Den roten Kreis, den muss ich schon gar nicht mehr beachten, weil das war jetzt eh die Burg, die ich hier vernichtet habe. Dafür sind wir genau. Gut. Sehr schön. So, dann geht es für euch zum Nachrüsten. Einheiten auffrischen. Achso. Dorfzentrum ist noch nicht fertig. Kann ich noch nicht alle auffrischen. Okay. Es ist Zahltag. Sieht durch mein Fernglas. Jo. Schauen wir nochmal durch, was sich hier so verbirgt. Aha. Da ist eine Motte. Sieht her. Wo sich wahrscheinlich hier die Barbaren aufhalten. Ach, sag bloß. Ist ja erstaunlich. Sieht durch mein was für eine Überraschung. Und hier unten ist was? Schwefel? Oder noch ein Lebensschacht? Nee, sag mir nicht, hier ist noch ein Lebensschacht, ey. Dann dreh ich durch. Hier ist gar kein Schacht. Hier ist gar kein Schacht. Hier geht's einfach nur runter. Toll. Super. Das hat sich ja richtig gelohnt hier. Das ist richtig geil. Richtig geil. Mhm. Toll. Als das. Aber 4000 Eisen. Wow. Okay, also so schnell werden wir wohl nicht an Eisen drankommen. Von daher ist es eigentlich dann auch egal. Dann können wir ja auf jeden Fall schon mal Hellebardier erforschen. Die kosten ja nur Holz, die Typen. Aber dann haben wir die stärksten schon mal gleich. Haben wir schon mal gleich optimale Voraussetzungen. Bauen wir auch nochmal. Ach so, Trupp hätte ich vielleicht vorher bauen sollen. Lass mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So, komm, du da auch mal mit zu. Du hast schon volle Leute. Okay. Wie ihr befehlt. Und du noch nicht, ne? Durchschalten. 1, 2, 3, 4. Okay. Der hat auch voll. Alle voll beladen. Ach, hier ist auch noch so ein Typ. Ach, Mensch. Gut. Dann sammeln wir uns jetzt hier oben. Jawohl. Und machen gleich das letzte Lager auch noch platt. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, ob ich das wirklich machen will. Ich glaube, ich will das noch gar nicht. Das will ich noch gar nicht, weil, ja, ich bin da nicht vorbereitet für. Also rohstofftechnisch und, ja, alles technisch. Hier Büchereien können wir auch erstmal erforschen. Eure Arbeiter bezahlen ihre. Ach so, ich wollte mir doch dann auch mal so eine schöne kleine Kirche bauen, Kapelle. Die können wir uns mal holen. Steine technisch sind wir da auch sehr gut versorgt. So, wo kann man die denn hinbauen? Kann man hier nirgends hinbauen. Das ist ja toll. Das heißt, ich werde es einfach nicht fertig bringen, das hier alles so hinzukriegen, wie ich will. Bauen wir hier oben die Kirche hin. Oh, das ist doch geil. Geiler Ort für eine Kirche, oder? Ja, mach mal. Machen wir. Ist gebongt. Da oben eine Kirche hin. Das ist doch cool. So, dann werden wir gleich das letzte Lager hier zerstören. Aha. Ich werde zwischenzeitlich vorher mal speichern, zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. Hehehe. Man weiß ja nie, was dann passiert. So.
Da sind sie alle. Boah, und unsere Hellebardiers sind jetzt richtig perfekt vorbereitet. Angriff. Okay. Ja, wir nehmen uns natürlich als erstes die Schützen vor. Wie ihr wünscht. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Und Pilgrim wird da natürlich auch als erstes gleich eine Bombe, eine Mine reinlegen. Das könnte ein bisschen lauter werden. Damit wir da schon mal gleich versorgt sind. So. Leg da schon mal hin. Leg mal hier rein. Kommst du da irgendwie hin? Ja, kommt da hin. Sehr gut. Kommt da hin. Wunderbar. So wollen wir es sehen. Trupp 3. Ach, Mensch. Und, ach. Ach, egal. Jo, ihr kriegt das schon hin. Geh du mal bitte ein bisschen zurück. Damit ihr dann nochmal hier mit rumballern könnt. Bis in den Tod. So, da machen wir das Ding mal kaputt hier, würde ich sagen, ne? Druff da! Die letzte Motte zerlegen. Macht sie nieder. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Da fliegen aber die Pfeile. Da fliegen die Pfeile. Und die letzte Salve. Und dann ist das Zelt kaputt und die Motte auch. Sehr gut, ihr habt alle Lager der Banditen und ihre Burg zerstört. Juhu! Und jetzt? Jetzt sind wir tot? Oder was? Nun solltet ihr alsbald mit Ari sprechen. Sie scheint Hilfe zu benötigen. Ja, sie war ja auch gefangen, ne? Sie war ja auch gefangen, die arme Ari. Auch solltet ihr euch umsehen. Dieser Händler möchte unbedingt mit euch sprechen. Er hat bestimmt ein bisschen Schwefel. Kann ich auch vermutlich mal vermuten. Okay, ja, den Händler haben wir ja schon mal gefunden. Ich glaube, das ist auch der erste, wo ich hingehen werde. Weil Rohstoffe, für Rohstoffe gebe ich ja nun alles, wie ihr wisst. Wir haben nicht eine Einheit verloren, ist das krass. Kein Verlust gemacht bei dem Angriff, wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Unsere Leute sind halt doch schon relativ gut. Relativ gut. Ja, gut genug auf jeden Fall. Um hier alle zu vernichten. Ja, mit Ari können wir schon mal quatschen. Der Händler wird uns wahrscheinlich ein bisschen Schwefel anbieten. Gehe ich mal von aus. Den wir dann auch brauchen werden. Stadtwache, ja, erhöht die Sichtweite von Gebäuden. Ja, die Taler lasse ich noch auf normal. Die schieben wir gleich hoch, wenn wir... Eigentlich müsste man echt so ein paar Veredelungsgebäude hier bauen. Sowas wie eine Uhr und sowas. Einfach, weil das dann ziemlich viel... Ja, wird sich ja glücklich machen. Weil damit ziemlich viel die Motivation gehoben werden kann. Und das hilft uns doch einiges, weil unsere Leute ja wohl besser arbeiten. Das heißt, das werde ich jetzt in jedem Fall mal direkt in die Tat umsetzen. Oh nein, wir können hier keinen Bauernhof bauen. Oh Gott. Hat doch einen kleinen Nachteil mit dem Ding da oben. Oh, habe ich überhaupt so viel Steine veredelt gehabt? Ja, locker. Locker haben wir so viel Steine veredelt gehabt. Krass. Gibt's ja gar nicht. Kann ich auch ausbauen hier, das Ding. Dann können wir nämlich auch noch Maurerhandwerk machen. So, Lehm haben wir auch genügend. Wow. Ist doch der Wahnsinn hier. Guckt euch das an. Und hier leben auch noch ein paar Leute drin. Haha, gut. Ja, den, die Lehmgrube haben wir ja auch relativ gut ausgenutzt und abgenutzt. So, alle wieder da. Sehr schön. Boah, ey, guckt euch die an hier. Die sind natürlich, das ist mein eiskalter Trupp 4. Trupp 4. So, ich muss sie ja alle wieder in Reihe und Glied stellen. 3 und 4, alle da. Sehr schön. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Sehr gut. Und die mechanische Uhr ist auch fertig. Da brauchen wir noch gleich noch eine weitere Uhr. Hier mitten auf dem Feld. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ich sollte noch irgendwelche anderen Sachen bauen. Hier Blumen oder so, ne? Es gibt nicht genug zu essen. Ich weiß nicht, woran sich die Motivation richtet. Ich werde mal noch eine Uhr bauen und gucken, wie viel Prozent das dann hochspringt. Motivation bei 122%? Wieso geht die runter? Hä, was ist denn da los?
Warum geht die 121%? Warum geht die Motivation jetzt runter? Was? Nee, das war ein anderer, der da fertig ist. Einige Siedler haben keinen Platz. So, ein Haus direkt vor die Kirche. So, 600 Steine. Boah, ey, das kostet natürlich heftig, aber selbst die haben wir noch. 125%. Also das Ding hat schon 5% gegeben oder so. Okay. Ja, bauen wir gleich die nächste Uhr, ne? Wir ballern die Motivation so hoch es geht. Das habe ich ja noch nie gemacht. Ich glaube, ich war noch nie bei einer Motivation von 200% oder sowas. Das werde ich jetzt tatsächlich durchziehen. Wir werden das jetzt... Oh, warte, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Der Hauptmann. Was ist das für ein Hauptmann? Ja, mit dem quatschen wir auch gleich. Guten Tag, ihr seid Statthalter Pilgrim, richtig? Ich bitte euch, helft uns die Handelsroute wieder aufzubauen. Okay. Dafür brauchen wir bestimmt eine Brücke. Sehe ich das richtig? Ich gehe einfach mal fast... Ah, er baut dazu eine feste Brücke über den Fluss. Die Händler müssen auch über den Fluss gelangen, wenn er nicht gefroren ist. Jo, bislang ist er ja zum Glück noch nicht gefroren. Kommen bestimmt irgendwelche Typen und greifen mich an. Ja, warte ich schon drauf. Außerdem müssen sich die Händler unterwegs ausruhen. Sorgt dafür, dass sie frisches Trinkwasser bekommen und baut inzwischen die Bänke einen Zugbrunnen. Oh, das ist geil. Das kriege ich hin. Die Aufgabe, die klingt genau nach meinem Kaliber. Okay, ja. Brunnen bauen. Schön. Ich habe auf meinen Reisen Pläne für solcherlei Brückenkonstruktionen gefunden. Allerdings habe ich kein Geschick für sowas. Am besten beginnt ihr mit dem Brückenbau. Ich schaue in der Zeit zu, wo ich diese Baupläne habe. Brunnenbau. Ja, nicht mit dem Brückenbau. Ja, genau, logisch. Ja, such mal in Ruhe. Brauchst nicht lange, da schauen wir, finden die schon. Wir machen das schon. Ganz relaxed. Ich gucke gleich mal, ob ich mit dem Leibeigenen auch diese Fahne einsammeln kann. Dann muss ich das nicht mit Pilgrim machen. Dann geht das alles etwas entspannter. Ein neuer Auftrag. So, ein neuer Auftrag. Jo. Und du bist fertig hier. Jetzt sind wir bei 136% sogar. Wow. Kein Problem. Nee. Hm. Du sollst dahinter hin. Ja, ja. Kann er da nicht hin? So, nee, die kann wohl nur Pilgrim einsammeln. Okay. So. Wie viel bringt denn so ein bisschen Blümchen hier? Wie viel bringen denn die Blümchen? Will ich auch nochmal gucken. Die kosten auch Holz. Oh, hier, Kameraden für Lehm. Oh, Lehm haben wir ja genügend. Das können wir auch machen. Nech. Der Rest kostet hier alle Stein, Stein, Stein. Stein haben wir natürlich auch noch ein bisschen was, aber möchte ich mir lieber aufheben. Und 7,3, okay, das bringt nur 1%. Das ist jetzt nicht der Wahnsinn. Die Kameraden bringen wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Denke ich mal. Die bauen wir auch hier aufs Feld. Ich möchte ja, wenn die Deko so ein bisschen verteilen hier, ne? Dann bauen wir hier hinten noch eine Uhr hin. So. Achso, warte. Erstmal. Obwohl, ja, komm. Bauen wir hier eine Uhr hin. Dann bauen wir vorne noch ein Haus hin. So. Dann können wir nämlich euch hier kling kling. Und ihr könnt dann motivieren, sobald der nächste Zeittag ist. 140% Motivation haben wir schon mal. Das ist doch schön. Das hat 3% jetzt gebracht. Ist das wahr? Ist das wirklich so? Kein Problem. Hat es wirklich 3% gebracht? Okay, weil die kostet ja nur 100 Taler. Hm. Müssen wir mal schauen. Es ist Zeit. Eure Arbeiter. So, 140%. 141%. Nee, hat doch weniger gebracht. Boah, und jetzt krass gleich 147, weil ja noch eine Uhr fertig geworden ist. Wow. Ja, ja. Muss ich sagen, dann bauen wir natürlich noch ein paar Uhren. Wenn's denn sein, ne? So, Pilgrim, dann musst du dir die Fahne leider schnappen. Geht nicht anders. Ah, dass ich die noch nicht gesehen habe, aber jetzt habe ich sie ja gesehen. Jetzt haben wir sie ja gesehen. Hä? Hehe. Haben wir geschafft. Pling. Ich brauche unbedingt Schwefel, ey. So, mein Kundschafter. Der wird jetzt hier rübergehen. Und wir schauen mal, was uns hier drüben auf der anderen Seite der Brücke erwartet. Da ist ja dann noch eine weitere Insel. Und
dahinter kommt dann ja auch noch eine weitere Insel. Inseln hinter Inseln. So viele Inseln. Gut. Also hier zweimal Kameraden, zweimal Uhr. Naja gut, ich habe das jetzt. Das sieht jetzt nicht wirklich super geil und schön aus. Aber wir kriegen unsere Motivation hoch. Oh, guck mal. Je höher die ist, desto umso besser für euch, my lord. Jo. Bauen wir gleich die nächste Uhr noch. Und bauen wir gleich die nächste Uhr noch. So. Die kosten ja auch nur Holz. Taler und Holz. Also insofern, jo. Das Leben wird gleich geordneter laufen. 156%. Boah, ey. Wird der dann noch grüner, wenn wir also auf die 200% zugehen? Oder? Die hacken immer noch an diesem Holzklotz rum. Wow. Scheint ja echt genügend Rohstoff da drin zu sein. Wie sieht's mit denen hier aus? Die haben nur noch 3500 da drin. Ist ja wenig. Schon fast die Hälfte weg. Uiuiui. Oh, der hat jetzt... Er hat jetzt das Steinchen weggehauen. Das heißt, der kann jetzt hier den Bauernhof bauen. Und dann sind wir da endlich auch versorgt. Eure Arbeiter bezahlen. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Ja, ja. Sehr gut. Ach so, ich wollte hier auch erstmal noch ein Wohnhaus hinbauen, ne? War doch so. Du kannst jetzt dann noch hier uns hinten noch eine Uhr bauen. Hier so irgendwo mitten im Wald. Am Ende von der Welt haben wir hier noch gleich ein bisschen Guckradius. Er ist zwar nicht groß, der Guckradius, aber er reicht. Ja, ist groß genug für mich. Ich passe da noch rein. Hihi. Oh. Soll ich springen? Oder doch nicht? Gibt es noch Hoffnung für mich? Die Frau meiner Träume. Verschwunden. Entführt. Oh, das ist die Prinzessin. Garantiert. Armer verzweifelter Siedler, nicht springen! Oh, steht der schon lange. Ich habe sie nirgends gefunden. Wer weiß, wo sie steckt und was ihr zugestoßen ist. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr sie für mich finden? Passt ja sogar mein Schniefen vom Heuschnupfen diesmal dazu, weil der schnieft ja bestimmt auch, wenn er so redet. Ich wollte eigentlich nur die Fahne und jetzt muss ich ja auch noch Psychologe spielen. Findet die Angebetene des Mannes! Folgt dazu der Spur dieser seltsamen Flaggen! Ach so. Oh, die habe ich schon alle eingesammelt. Sorry. Ein neuer Auftrag. Alle Bauernhöfe sind belegt. Gut, dann laufen wir da nochmal gemütlich hin. Ich setze natürlich hier nochmal eine Kanone hin. Geht nicht zu nah dran. Und dann werden wir natürlich die Angebetete selbstverständlich wieder zurückholen. Ist ja klar. Ja, ist gut. Da machen wir auch gar keinen großen, dramatischen Hehl draus. Also, wir haben genügend Platz, um hier schön viele Uhren zu bauen. Das ist doch schon mal schön. Das ist Wucher. Ihr zieht uns das Leck. Das ist Wucher. Okay. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Ja. Senkt die Steuern. Also, ja, hier. Bling. 172% mittlerweile. Da geht schon einiges ab jetzt hier. Die 300% sind nicht mehr fern, möchte ich meinen. Ja. Hätte da nicht gedacht, ne, dass ich Trottel das nochmal irgendwann hinkriege, hier ein bisschen die Moral hochzubashen. Tja, bin ich selber überrascht von mir. So, hier, das können wir auch nochmal erforschen. Die Gebäude müssen stabiler machen. 4900 Steine, 8900 Steine, boah, Alter, die bashen jetzt aber richtig rein hier. Die legen jetzt richtig los, möchte ich meinen. So, hier können wir uns ja irgendwann auch noch so ein paar Söldner holen. Wenn es nötig ist. Forschung abgeschlossen. So, jetzt haben wir ein bisschen viel Holz verballert hier. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Müssen wir mal dafür sorgen, dass das nicht mehr so ist. Mal was anderes bauen. Mal irgendwas mit Stein oder aus Stein. So, du bist auf dem Weg, Pilgrim. Sehr gut. Neue Kanone und in der nächsten Folge werden wir uns dann um diese komische Prinzessin kümmern, na? Die Angebetete des armen Herrn, der da gerne runterspringen möchte. Nein, der wird nicht springen, keine Angst, wir retten ihn noch. Wir werden ihm seine Angebetete zurückbringen. Dann wird er denken, oh Gott sei Dank. So, wir brauchen hier einen Brunnen direkt am Wasser, das wäre auch geil, ne? Sieht doch auch schön aus hier. So, guck mal hier, Kollege. Herr Kollege, Sie bauen hier unten dann gleich einen Brunnen. Obwohl, nee, das machen wir erst nächste Folge.
so einen Brunnen hier, den bauen wir auf jeden Fall auch noch. So hier, ja, schön dahin. Ich glaube, das ist okay. Gut, und dann beende ich die Folge. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns.